Bist du eigentlich schon ein Wikisaner? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich wieder mal einer dieser herausragenden Wissenschaftler hier im Hause. Er ist Arzt und kommt aus der ehemaligen Sowjetunion, wo er bei der russischen Luft- und Raumfahrt mitgearbeitet hat und da sich spezialisiert hat für die Tieftaucher, die da tief runter mussten und genügend über Luftreserven verfügen mussten. Und so hat er sich mit der IHHT natürlich beschäftigt, über Jahrzehnte hinweg. Es ist eigentlich der Name, der im Zusammenhang mit der Intervall-Hyper-Hypo-Oxid-Therapie immer in erster Munde kommt, weil er sich einfach so gut auskennt. Und heute ist er da, um mit mir über Neuroborreliose zu sprechen und wie man dieses eigentlich so behandelt, dass mein Mitmann auch wirklich erfolgreich ist. Nach dem Intro stelle ich Ihnen meinen Gast vor. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen den Arzt und Wissenschaftler auch vorstellen, Arkadi Prokopov. Ganz herzlich willkommen, lieber Arkadi. Vielen Dank, Alexander, für die Einladung. Gerne. Ich bin ganz gespannt auf eine Vorlesung im Bereich Neuroborreliose. Also generell, Borreliose kennen wir ja, das ist der Erreger, gibt Entzündungen, punktuelle Knochen oder was weh tut. Und Neuroborreliose wäre demzufolge, es tut nicht die Knochen weh, sondern die Nerven. Ja, Neuroborreliose kann entstehen mit zwei Varianten. Erst sogenannte primäre Neuroborreliose, wann die Borrelien am Anfang an kommen im Nervensystem. Und es passiert zum Beispiel ja, dass Menschen spüren nicht, dass eigentlich eine Zecke gebissen, weil manchmal die Zecken sind so klein, sogenannte Larven, die ganz jüngere Zecken, und die können schon übertragen Borrelien. Nicht nur Borrelien, weil normalerweise ist ein Cocktail für verschiedene Keime und Parasiten, aber Borrelien sind die wichtigsten. Und wann die stecken in irgendwo in der Nähe vom Nerven, irgendwo auf die Haut, dann kann es sein, dass Borrelien kommen gleich in diesen Nerv rein. Und dann laufen die Borrelien Nerv entlang, bis zu die kommen ins Gehirn. Und in solchen Fällen manchmal man sieht eigentlich so minimale Rötung, wo die Zecke ist gebissen, und keine typischen Symptome. Entstehen aber manchmal Symptome wie Lähmung am Gesicht, ja, so auf einer Seite, typische Lähmung. Und dann ein bisschen wie Fieber, wie so eine leichte Grippe. Und in dieser Phase hat man keine Ahnung, das war eine Borreliose-Stich, dann man einfach denkt nicht an diese Probleme. Aber wann fangen an, Borrelien sich aktivieren im Gehirn und vermehren im Gehirn, dann entstehen schon massive Symptome. Symptome von einfach einer Gehirnentzündung, und das ist eine nicht akute Entzündung, aber sogenannte Low-Grade Inflammation. Also eine Entzündung vom niedrigen Grad. Und das produziert Hunderte von Symptomen. Erst einfach so Müdigkeit, Nebel im Kopf, und man kann vergessen, was so alle Dinge, die passieren, ziemlich schnell. Manchmal kurzzeitige Gedächtnis wird gebremst. Dann entstehen Kopfschmerzen. Entstehen auch Probleme mit Augen, mit Hören, und natürlich dann fängt an, man zu wandern vom Arzt zum Arzt. Macht viele Untersuchungen bei HNO-Ärzte, bei Augenärzte und so weiter und so weiter. Aber niemand schaut auf Borreliose, das geht sehr selten, weil Symptomatik ist sehr unterschiedlich. Tja. Und wann hat man schon ausgeschlossen verschiedene Diagnosen, dann kommen die Ärzte manchmal zur Idee, wir müssen doch einen Borreliose-Test machen. Die machen einen Immuntest und sehen manchmal so einfach minimale Werte, so auch
Man kann nicht 100% sagen, das ist die sichere Borreliose-Infektion. Wieso? Weil Immunsystem im Gehirn ist begrenzt von Zirkulation. Und was passiert im Gehirn? Nicht genau, wir können in Blut sehen. So Immunwerte im Gehirn viel höher, aber wir können nicht eine Punktion vom Gehirn machen, um zu bestimmen, welche Immunwerte hat das Liquor. Ja? Deswegen noch eine komplizierte Sache. Und nur bei Zusammenstellung von verschiedenen Faktoren, ein erfahrener Arzt kann auch so fragen, vielleicht ist es doch primäre Neuroborreliose. Dann kommt die Frage von Behandlung. Wie kann man Borrelien, die haben so tief schon im Gehirn, in Neuronen und in anderen Gehirnzellen, haben sich schon versteckt. Wie konnte man dann diese Borrelien töten? Weil Antibiotika meistens kommen nicht durch die Blut-Hirn-Schränke. Also, Antibiotikum ist ja gegen Bakterien. Ist denn Borrelien als Bakterium klassifiziert? Ja, Borrelien sind sogenannte Spirocheten. Also es würde wirken, ein Antibiotikum gegen Borrelien? Es gibt am Anfangsstadium, wenn eine Borreliose zum Beispiel so ein typisches Borreliosebild, so ein rotes Punkt und dann wächst es, weißt du, mit einem roten Ring. Es ist ein großes Verdacht an Borreliose, primäre Borreliose. Ja, und dann man verschreibt normalerweise so bis einen Monat Doxycyclin, Antibiotikum, ein ganz gutes Antibiotikum, gut getestet und hat wenig Nebenwirkungen. Und 2-3 Wochen, dann kann man doch im Blut sehen, ob das war Antigenantwort und so weiter. Und normalerweise in 80% verschwindet Borreliose. Das ist nicht entwickelt als systemische Krankheit. Aber weiß man es dann oder ist es einfach punktuell weg? Aber es könnte durchaus sein, dass der Erreger schon weiter ist. Nicht ausgeschlossen. Mhm. Leider mit Borreliose ist immer Verdacht, dass einige Bakterien, einige Borrelien, Spirocheten können doch die können sich einbohren irgendwo in zum Beispiel in Knorpel, in Bindegewebe, in Sehnen und erst ganz wenig Symptome, ganz wenig. Ich habe zum Beispiel junge Leute, meine Patienten, nur junge Leute, 30, 40 plus, und die sind hochrangierte Sportler. Die machen richtig, schauen sehr gute Resultate bei Fahrradfahren, dann bei Triathlon, Marathon, alles perfekt. Sie haben aber meistens Probleme, Knieschmerzen, und es hilft nichts. Die machen alle Physiotherapien, nehmen die Nahrungsergänzungen und es verschwindet nicht. Machen die dann Analyse für Borreliose, Immunwerte? Ja, klar, es ist Borreliose. Ist das ein Bluttest, wo anzeigt? Es ist ein Immuntest, Bluttest, der macht Armin Lab, zum Armin Labs in München oder Dr. Kirkham. Hat auch diese ganzen Paneele von zeckenübertragenden Krankheiten. Das sind sehr gute, zuverlässige Tests. Also zeigt mir das auch eine Neuroborreliose? Leider nicht, weil Neuroborreliose, primäre Neuroborreliose, ist so passiert, dass die in Blutwerte, wir sehen entweder minimale Immunkomplexe, Immunkomponente oder kaum. Ja, weil Gehirn ist sehr gut geschützt, gut isoliert, aber die Borrelien sind schon da. Was macht man in solchen Fall? Leider findet man die Ursache, dass zum Beispiel alle diese Probleme sind bekannt. Es gibt Leute zum Beispiel diagnostiziert mit Alzheimer-Krankheit und die sind gestorben von Alzheimer-Krankheit. Dann machen die Pathologen die Autopsien, untersuchen Gehirn und finden Borrelien im Gehirn. Man hat nie Diagnose gekriegt von Borreliose, aber man sieht DNS von Borrelien im Gehirn. Mhm. Und dann macht man so elektronische Mikroskopie, Mikrofotograf und findet Borrelien. Weil die Borrelien sind unglaublich kluge, in Klammern,
Spirochäten. Mhm. Ja, die sind verwandt, übrigens, die sind Verwandte vom Treponema pallidum, die Erreger vom Syphilis. Ja. Die sind sehr, sehr nahe verwandt. Aber Treponema pallidum hat ungefähr 22 Gene. Und Borrelia burgdorferi hat mehr als 100 Gene. Also ist fünfmal klüger als die Treponema pallidum. Deswegen, es kann sich viel besser schützen gegen Immunität. Es kann unsere Immunzelle einfach tauschen, so täuschen, dass die attackieren nicht die Borrelien. Und deswegen, unser Körper kann mit Borrelien eigentlich, man ist gesund, so kräftige, junge Menschen, die Borrelien eindringen sich in tiefe, tiefe hypoxische Nischen wie Knorpel, Sehnen und auch tief im Gehirn. Immunität kann sie nicht erkennen, deswegen entsteht keine Immunreaktion. Aber wenn man geht in fortgeschrittenes Alter oder bekommt zum Beispiel eine Verletzung, zum Beispiel ein Trauma, Knie gebrochen oder Knochen gebrochen, der bekommt noch dazu hormonale Präparate, manchmal gegen Entzündung, man bekommt hochdosierte Hormone, Cortisol, ja, und so weiter. Und dieser Hormonüberschuss unterdrückt Immunität und dann verbreiten die Borrelien im ganzen Körper. Ja. Dann sieht man, das ist schon klar, das ist eine Borreliose, man sieht es bei Blutwerten. Aber die zwischen Infektion und richtigem Ausbruch können richtig viel Zeit verbringen. Genau, das ist das Problem, weil manchmal passieren Monate und Jahre. Ich hatte Patienten, die mit Borreliose, schon klar mit kleiner Symptomatik, vor 20, 30 Jahren gelebt. Ich hatte einen Mann, der professionelle Jäger, ja, so immer im Wald und hat also natürlich so tausende Zeckenbisse bekommen. Aber richtige Manifestation von Borreliose und dann später Neuroborreliose hat es angefangen, wann der war Ende 40. Mhm. Bis Ende 40, der war fit. Ja. Und dann massive Symptomatik bei Knochen, bei Knorpel, bei Sehnen, auch bei Gehirn und systemische so Immunschwäche und auch sehr oft diese Patienten entwickeln einfach chronisches Fatigue-Syndrom. Klar, verständlich. Ja. Wie behandelt denn jetzt die Schulmedizin diese Neuroborreliose? Borreliose überhaupt ist ein große und wachsende Problem bei Schulmedizin, weil sogenannte Leitlinien gegen Borreliose, die verschreiben einfach Antibiotika für bis zu 2 Monate oder mehr. Hochdosierte Antibiotika, verschiedene Arten von Antibiotika. Das wirkt Intravenose. Zwar, aber nicht hier oben, oder? Ja, das ist natürlich, das wirkt an ganzen Körper. Ungefähr 20% von diesen Patienten, die haben es verschrieben, die bekommen ja eine vielleicht Heilung, obwohl mit Borreliose man kann nie über Heilung sprechen. Es kann sein einfach eine Remission für mehrere Jahre, aber totale Heilung immer fraglich. Und doch die anderen, die meistens, die bekommen keine Vorteile, bleiben die Symptomatik und noch schlimmer, die Symptomatik verschlimmert sich wegen massiver Nebenwirkungen vom Antibiotika. Hm. Weil Antibiotika, die wirken gegen Spirochäten, die unterdrücken auch die Mitochondrien. Und sie machen auch noch das Darmmilieu. Ja, natürlich. Und natürlich, die ruinieren auch die Darmflora. Also entsteht ein Teufelskreis, richtig ein Teufelskreis. Deswegen, nur ich habe schon lange es verstanden, dass mit pharmazeutischem Zweck und auch mit Ergänzungen und mit Phytopharmaka man kann vielleicht erleichtern Symptomatik, so eine Remission bekommen, aber so eine richtige drastische Verbesserung und Heilung, man kann es leider nie erzielen. Man kann es aber mit biologischer Modulation erzielen. Ja?
Was ist biologische Modulation? Ich muss jetzt erinnern die Geschichte vom Neurosyphilis. Ja? Heute Syphilis ist kein Problem zu Therapien. Ja, man nimmt einfach die spezialisierte Form von Penicillin und 2-3 Monate totale Heilung. Aber Syphilis ist ja keine Zecke, Syphilis ist ja eine Geschlechtskrankheit, oder? Syphilis ist ja geschlechtsübertragende Krankheit, ja. Aber wichtig ist, dass die beide sind Borrelien. Mhm. Sie beide sind empfindlich. Übrigens die Spirocheten, borreliose Spirocheten, die sind auch empfindlich zum Penicillin. Ja. Es gibt auch erfolgreiche Anwendung von Bicillin, also spezielle Formen von Penicillin, die richtig können drastisch helfen. Aber eine Heilung vom Neurosyphilis war in 20. Jahre, 23 denke ich, der Entdecker hat Nobelpreis bekommen für Heilung vom Neurosyphilis. Mhm. Das war Dr. Von Jaureg, ja, von Jaureg, vom Österreich. Ja? Mhm. Der hat es bemerkt. Der hat bemerkt, dass Patienten mit Neurosyphilis profitieren drastisch vom Fieber, vom einen Fieberzustand. Ja? Also bekommen die zum Beispiel Malaria, dann entsteht kontinuierliche Fieberschüsse und er hat gesehen, dass die Symptome vom Neurosyphilis verschwinden. Der hat angefangen, absichtlich, gezielt Patienten infizieren mit Malaria. Und dann später hat er angefangen, einfach andere Stimulatoren von Hyperthermie. Und dann, ich weiß nicht genau, ob hat er angefangen mit Hyperthermie als Therapie, ja? Aber wenigstens, das war anerkannt als eine richtige, drastische Verbesserung und Heilung. Und er hat bekommen einen Nobelpreis. Und wie reagiert die Neuroborreliose jetzt auch auf die Hyperthermie? Auf Hyperthermie, Borrelien reagieren sicher so, sozusagen, reagieren. Also Hyperthermie zerstört, ich denke, zerstört die aktive Form von Borrelien. Es gibt auch andere intrazelluläre Formen, die sind vielleicht mehr resistent. Und gibt es auch sogenannte Sporen, ja? Die ganz, ganz mikro Sporen von Borrelien-DNS, die sind aber inert, man kann sie nicht töten, weil die sind metabolisch nicht aktiv, die sind in einem schlafenden Zustand. Mhm. Und deswegen, die reagieren auch nicht an Hyperthermie. Ah, deshalb kann es immer wieder kommen. Ne? Die können später wiederkommen. Aber es ist eine gute Therapieform, aber nur für die Aktiven, nicht für die Schlafenden. Ich glaube so auf jeden Fall, es ist aktiv. Es gibt wenigstens in Schweiz, ich weiß, da gibt es wenigstens eine Klinik, die anwenden erfolgreich diese Therapie. Und es ist aber, Problem ist folgendes, dass solche Therapien immer dauern so eine bestimmte Zeit, zum Beispiel 2, 3, 4 Wochen. Erst, es ist schon eine große Belastung für die Physiologie. Der Mensch ist schon, weißt du, schon beschädigt. Ja, der hat abgeschwachte Immunsystem und Nervensystem ist abgeschwacht, hormonelle Störungen. Und in solchem Zustand noch eine drastische Anwendung von Hyperthermie mehrmals. Es ist eigentlich, es hat auch Kosten. Mhm. Obwohl, ich glaube, junge Menschen und so Menschen mit Anfangsstadium von Neuroborreliose, die können geheilt werden. Mhm. In bestimmten Fällen, ja. Aber es ist nicht die Garantie, dass alle Borrelien verschwinden. Ja. Weil die verstecken sich unendlich klug. So. Wieso wirkt hypoxische Therapie, intermittierende hypoxische, hyperoxische Therapie gegen Borrelien und gegen Neuroborreliose auch? Weil Borrelien haben eine ganz empfindliche Zeit in ihrem Leben. Und diese Zeit, wann sie konzentrieren sich an Vermehrung. Ja? Und weil das ist der wichtigste Prozess
Die Borrelien teilen sich, zerstreuen sich in Zellen und dann gehen sie raus in die ganze Körper und erobern neue Bereiche. Und dieses Prozess, wann die Borreliose-DNS in einer Teilungsphase, ja, ist sehr, sehr empfindlich. Für diesen Prozess erst, die Borrelien brauchen niedrigen Sauerstoff. Deswegen, die verstecken sich in sogenannte hypoxische Nischen, mhm, wo Durchblutung ist ganz schwach, mhm, niedriger Sauerstoff und Immunität kommt auch nicht in diese Nischen. Weil zum Beispiel im Knorpel ganz wenig Kapillare, ja, und Sauerstoffpartialdruck auch ganz niedrig. Deswegen, die verstecken sich in solche Bereiche. In die Sehnen auch dasselbe. Und im Gehirn, wir haben auch solche Bereiche. Also diese hypoxische Nischen ist so eine, für Borrelien ist ein Lieblingsort und für Vermehrung auch. Und plötzlich in diese hypoxische Nischen, wo immer niedriger Sauerstoff, kommt ein drastischer Sturm. Sauerstoffpartialdruck erst wird noch niedriger und die Borrelien freuen sich, aha, weniger Sauerstoff, wir gehen raus und vermehren sich in den ganzen Körper. Aber in die nächste Minute kommt viel höherer Sauerstoff. Ja? Und das ist für Borrelien Gift. Eine Katastrophe. Darum und wann es solche Sturm läuft kontinuierlich, dann Borrelien haben einfach ruiniertes Vermehrungszyklus. Sie können sich nicht vermehren, weil in Millionen Jahren von Evolution, und die Borrelien leben mit uns Millionen Jahre, das ist schon klar. Es war nie solche Situation, solcher Zustand, dass Borrelien haben keine Versteck in unserem Körper. Weil dieses Versteck muss immer mit niedrigem Sauerstoff bleiben und plötzlich kommt Sauerstoffsturm in diesen Bereich. Und das ruiniert den ganzen Zyklus, Vermehrungszyklus, und Borrelien werden schwacher, dann Immunität kann sie erkennen. Ja? Abgeschwachte Borrelien, der kann schon erkennen. Noch dazu, Immunität selbst profitiert von solchen Sauerstoffschwankungen, weil Immunzellen, die werden im Knochenmark produziert, die nach diesen Sauerstoffschwankungen, intermittierende Hypoxie, Hyperoxie, die werden stimuliert für mehr Vermehrung, die vermehren sich besser. Hypoxie stimuliert Vermehrung von allen Stammzellen, die wichtigen Stammzellen, im Knochenmark, auch im Gehirn. Und die Mitochondrien in diesen Stammzellen, in diese Immunzellen, werden viel stärker. Und mit stärkeren Mitochondrien, Immunzellen, können besser angreifen, Borrelien töten, ja, besser anerkennen. Aber es ist eigentlich nie eine hundertprozentige Heilung, weil sie können sich zwar nicht fortpflanzen und die rauskommen, ja, kriegen auch eins auf den Deckel, ja, aber die noch drin sind. Ja, in Biologie gibt es keine hundertprozentige Erfolge oder überhaupt Resultate. Es ist unmöglich. Biologie ist so konstruiert, so designt, dass immer bleiben verschiedene Varianten. Weil diese Varianten haben Vorteile, zum Beispiel Umgebung ändert sich und die beschädigte Variante können in diese beschädigte Umgebung weiter gut vermehren. Mhm. Deswegen Biologie hat keine Garantien. Aber wann machen wir die ganze Niveau, ganze ökologische Landschaft in unserem Körper, verbessern wir diese Landschaft, dann haben Borrelien wenige Chancen. Das bedeutet, wir schließen aus schon massive Vermehrung von Borrelien, wir unterstützen die Eliminierung von Borrelien und es gibt natürlich doch eine Chance für die Sporen, weil die bleiben in Verstecke. Was sehe ich bei meinen Patienten? Ziemlich schnell verschwinden die chronischen Schmerzen, verbessert sich Zustand vom Gehirn, also sie verstehen, dass Nebel im Gehirn einfach so auch verschwindet langsam. Kopfschmerzen gehen weg. Sehkraft verbessert sich, man sieht, die Immunwerte verbessern sich, ja, man macht Blutanalyse. Die Immunwerte, die zeigen Aktivität von Borrelien, sie werden auch reduziert. Und das Wichtigste, wir sehen eine gute klinische Antwort, klinische Response.
So, die Patienten statt mit chronischen Schmerzen und Müdigkeit, die fühlen sich wohl, die schlafen gut, die haben wieder Kraft in ihren Muskeln und so, die machen es weiter. Dann zum Beispiel, wann kommt es zum Versuch, Borreliose total eliminieren? Man muss dann provozieren, diese Sporen, dass die aufwachen, die neue Borrelien, neue Generation von Borrelien, und dann wir fangen an wieder mit hypoxischer Therapie. Und so mit mehrere Zyklen von dieser Therapie, man kann hoffen, dass die Borreliose geht weg. Wow. Ich habe mehrere Patienten, die nach 3-4 Jahren kontinuierliche Anwendung von hypoxischer Therapie, die sind jetzt total frei. Die haben keine Symptomatik, keine, also fühlen sich ganz gut, ganz normal. Ich denke, diese Technologie muss ja ins Bewusstsein kommen von den Ärzten und den Therapeuten, also auch Heilpraktiker, die ja mit solchen Patienten zu tun haben. Was würdest du denen empfehlen, damit sie sich mal über die ganze Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten bezüglich solcher IHT auseinandersetzen können, wo sie sich da ein bisschen schlau machen können über das ganze Spektrum? Ja, natürlich. Es gibt immer eine wachsende Nachfrage. Wachsende Nachfrage, weil in Borreliose verbreitet sich in ganzer Welt. Nicht klar. Nur in Europa, auch in Amerika, Kanada. Und ich glaube, vor 3-4 Jahren hat es auch einen Nobelpreis gegeben, jetzt noch für diese Technologie. Ja, für hypoxische Therapie, nicht für Therapie, einfach für wissenschaftliche Grundlagen. Wie wirkt Hypoxie an unsere Organismen, an unsere Zellen? Welche Pathways sind stimuliert? Ja, in 2019 war ein Nobelpreis gegangen, ja, für Greg Semenza und Kollegen. Es ist wunderschön, aber ironischerweise die praktische Anwendung von hypoxischer Therapie, wir haben schon vom Ende 70er Jahre und es ist eine etablierte Therapie, eine schulmedizinische Therapie in Russland bis jetzt, obwohl natürlich es auch wenig genutzt, weil alles, was es nicht mit Pharma zu tun hat, bestimmte Nachteile, ja, in Schulmedizin. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, die Leute wissen jetzt mehr, die suchen auf neue Möglichkeiten, neue Methoden. Ich habe zum Beispiel ein Buch publiziert über Therapie von Borreliose, Undoing Lyme Disease. Ja, genau, das ist beschrieben, meine Erfahrung. Und natürlich, wir haben immer eine gute Plattform für Ausbildung, für Ärzte und für Heilpraktiker und für Lehrpersonen. Das ist hier in der Schweiz bei Michael Beck, Fit for Life Studio. Wir machen Seminare zweimal pro Jahr. Also auch für die Österreicher und die deutschen Ärzte? Ja, alle deutschsprachigen Länder. Da kommen die aus allen Ländern und ja, es läuft, es vermehrt sich jedes Jahr mehr. Ich meine, es ist ja noch für viel, viel mehr gut, diese Behandlung, nicht nur für Borreliose, sondern ich glaube auch für Stoffwechselaktivitäten, für die mitochondriale Leistungssteigerung, eigentlich für die Basis von jeder Krankheit, oder? Ganz genau, weil Borreliose für mich, das war eigentlich eine unerwartete Nebenwirkung von dieser Therapie. Weil ich habe diese Therapie angewendet bei Diabetes Typ 2, bei Herz-Kreislauf-Krankheiten, nach Schlaganfall, Anfall, Herzinfarkt für Rehabilitation. Ja, so einfach altersbedingte Krankheiten. Das war schon bekannt, dass es wirkt. Und dann habe ich bemerkt, dann kommen die Patienten hier in Deutschland, in Heidelberg kommen zu mir Patienten und sagen, kann Sie mir helfen wegen Borreliose? Und ich wusste nicht, was ist Borreliose. Das war in 2004, 2005. Und dann haben wir es probiert und ich sehe immer Verbesserung, immer Verbesserung. Dann habe ich natürlich angefangen zu studieren, zu lesen und mit Patienten weiter vertiefen das Problem für Thema. Und dann habe ich verstanden, dass eine langzeitige Anwendung kann eigentlich eine Heilung bringen. Ja, aber es muss richtig, nicht eine Anwendung einen Monat und dann in den nächsten 2 Jahren, nächsten Monat, es kommt eine Verbesserung. Aber zum richtigen Heilung, man muss es machen kontinuierlich, mehrere Monate, am besten 2-3 Jahre.
dann hat man dann drastische Verbesserung und ziemlich oft eine Heilung. Ich kenne einen Arzt in der Region Basel, der hat 10 Geräte und behandelt nur Borrelienpatienten. Ja, ja. Ich habe schon seit 2010 mehrere Ärzte ausgebildet. Ärzte auch mit Borreliose, die haben Borreliose selbst. Die sind Sportler. Also ein Arzt, Sportler, hat Borreliose und kann sich nicht helfen. Ich habe sie ausgebildet, ich kenne, dass die mehrere Ärzte schon, natürlich haben sie geheilt und die helfen anderen. Sehr gut. Super cool. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für diese Erläuterungen. Das war der Arzt Arkadi Prokopov, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo wir Sie einfach ein bisschen sensibilisieren wollten auf diese Behandlungsform der IHHT, Intervall-Hyper-Hypo-Oxid-Therapie, um sich damit einfach ein bisschen mehr schlau zu machen. Jetzt nicht nur bei Neuroborreliose, sondern bei einer Vielzahl von Erkrankungen scheint hier ein Schatz gefunden worden zu sein, der die Selbstheilungskräfte des Körpers wirklich an der Basis steigert. Denn wenn die Mitochondrien wieder richtige Leistungsfähigkeiten haben, kann der Körper sehr, sehr viele Regenerationen und Heilung am eigenen Körper vollziehen. Und wie wir es heute auch gehört haben, eben es ist auch gut dafür, diese Borrelien aus ihrem Verstecken rauszulocken und sie dann richtig zu schockieren mit einer Flut von Sauerstoff, was sie überhaupt nicht mögen, und dann viele eben auch sterben. Lassen Sie sich einfach beraten von einem fachkundigen Arzt, der bereits damit arbeitet, oder eben mit einem Therapeuten Ihrer Wahl, der mit der IHHT vertraut ist, und versuchen Sie einfach hier einen Weg in die Genesung damit zu finden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.